احتراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته an alle, herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nach einer kleinen Pause wollte ich mal eine andere Reihe beginnen, und zwar die, dass ich über den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam berichte, beziehungsweise versuche, ihn so gut wie möglich, wie es mir in meiner Macht steht, wiederzugeben und seinen Charakter und so weiter aufzuzeigen. Viele Videos habe ich über die Christen bzw. ihr Buch, die Bibel, gemacht, und da ich denke eindeutig gezeigt, dass die Bibel widersprüchlich ist, dass sie fehlerhaft ist, dass man so dem Buch nicht vertrauen kann, also blind vertrauen kann, und wie gesagt, Ungereimtheiten gibt, die man einfach nicht aus der Welt schaffen kann, wie zum Beispiel die verschiedensten Widersprüche in der Bibel, was Anzahlen und so weiter betrifft, also Zahlenfehler, Berichterstattungsfehler, aber auch eklatante Sachen wie die Kreuzigung, dass man nicht weiß, was genau über seinem Kopf stand, über die Auferstehung, über Judas könnte man auch sprechen, dass er einmal einen Acker gekauft haben soll, dann haben es aber die Priester für ihn gemacht und so weiter und so fort. Ja, ich möchte heute euch zwei Bücher vorstellen, die Gärten der Tugendhaften, die ihr im Bild sehen könnt. Ein Buch von An-Nawawi. Der hat viele Hadithe zusammengestellt und diese zwei Werke eingegliedert. Das Inhaltsverzeichnis überrascht mich immer wieder, weil es einfach so viele Themen gibt, die da abgearbeitet werden, wie das Gedenken an Allah, die guten Taten, das sich abmühen, Wohltätigkeiten, einen aufrichtigen Rat, wird auch über Heuchelei gesprochen, Hilfsbereitschaft, Achtung, Mitgefühl, Barmherzigkeit, aber auch das Gebet, den Krankenbesuch, also ganz viele Sachen, die dem Muslim oder dem Gläubigen im Allgemeinen eigentlich, bewegen und auch sein Leben kennzeichnen oder beziehungsweise in seinem Leben vorkommen. Und man kann einfach immer wieder das Buch aufschlagen und einfach sein Thema sozusagen im Buch finden, raussuchen und lesen, was der Islam dazu sagt, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder eben der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich möchte euch einen Hadith hier mal aus dem Buch vorlesen, und zwar es geht hier bei um das Thema die gute Absicht, und es wird berichtet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Allah freut sich über die Reue seines Dieners wahrlich mehr als jemand von euch, der sein Kamel wiederfindet, nachdem er es in einer weiten Wüstenlandschaft verloren gehen ließ. Nachzulesen ist es unter Buhari Nummer 6309 oder in Muslim Nummer 2747 oder hält eben auf der Seite 37 in diesem Buches, oder 36 und 37. Ja, also wie man dem Hadith entnehmen kann, ist Allah subhanahu sehr, sehr wichtig, dass man als Gläubiger einfach wahrlich wahre Reue zeigt, wenn man einen Fehler gemacht hat, ja, und dass Allah subhanahu das liebt, wenn er das sieht, dass der Muslim darüber nachdenkt, was er falsch gemacht hat, wenn er reflektiert und sich sozusagen ehrlich, mit ehrlichem Herzen mit Allah widmet, seinem Gott widmet und sagt: Ey, ich habe da einen Fehler gemacht, ich bereue es und es tut mir leid und ich möchte es vielleicht auch wieder gut machen. Und darüber freut sich halt Allah subhanahu wa ta'ala mehr. Also wird das Gleichnis hier gestellt, wie jemand, der sein Kamel in der Wüstenlandschaft verloren hat und es wiederfindet, ja, weil das ist so ein Zufall, ja, wenn man sich überlegt, in so einer Wüste, die ist groß, die ist weit, das Kamel kann überall in alle Richtungen laufen. Du selber weißt nicht, ist es Richtung Osten, Westen und so weiter gelaufen, und du findest es wieder. Und das ist halt dann schon eine große Überraschung und eine Freude für diejenigen. Und so, wie gesagt, in diesem Gleichnis, in dieser Analogie, freut sich Allah, wenn der Muslim
seinen Fehler bereut. Kommen wir zu einem weiteren Hadith, wo der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam berichtet bzw. gesagt hat: Allah streckt in der Nacht seine Hand aus, damit derjenige bereue, der am Tage Böses getan hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala streckt seine Hand am Tage aus, damit derjenige bereue, der in der Nacht Böses getan hat, bis die Sonne an ihrem Untergangsort aufgeht. Ja, dies ist bei Muslim überliefert. Und man kann es nachlesen unter der Nummer 2759 oder wie gesagt in diesem Buch im ersten Band, Entschuldigung, habe ich vorhin auch vergessen zu sagen, auf Seite 37. Ja, es ist einfach schön, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Gnade, die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala aufzeigt, dass Allah sozusagen nicht müde wird am Tag und in der Nacht sozusagen seine Hand demjenigen ausstreckt, der aufrichtig bereut und der Allah sucht und um Vergebung bittet und es wiederholt zu sagen, aufrichtig bereut und seine Taten sozusagen vorlegt und sagt, hey, ich habe einen Fehler gemacht, und Allah wird nicht müde und sagt, hier ist meine Hand, du musst sie nur ergreifen, du musst sie nur nehmen, ich strecke sie dir schon aus, du musst sozusagen nur zupacken. Und es ist einfach schön, also es berührt mich, wenn ich das lese. Ja, auf Seite 38 des selbigen Buches, also die Gärten der Tugendhaften, Band 1, wird überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Gewiss, Allah, der Allmächtige und Erhabene, nimmt die Reue des Gottesdieners an, solange er noch nicht seinen letzten Seufzer ausgestoßen hat. Das heißt, also der Hadith wird bei Muslim überliefert, also kann man den auch vorfinden, 2703. Also das heißt, wenn man sich das vorstellt, dass Allah nicht müde wird, dir zu vergeben, bis du sozusagen den letzten Seufzer ausgestoßen hast, also wenn du sozusagen am Sterben bist oder ne, kurz bevor du stirbst, ja, wenn du bis dahin, also du hast so viel Zeit, dich Allah zu widmen und um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey, ich bereue meine Taten, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das gemacht habe, und ich wende mich dir zu und ich bitte um deine Vergebung und bitte erhöre mich. Allah, ich sag's nochmal, wird nicht müde. Also er gibt dir diese Zeit, und das ist doch so ein Geschenk. Und wenn man das vergleicht, dass Allah sich wünscht oder von seinem gläubigen Diener erwartet, dass er direkt auf ihn zukommt, ohne Vermittler, ohne dass es dann Zwischenhändler oder irgendwie einen Botschafter braucht oder irgendetwas, ja, wie es in anderen Religionen ja üblich ist, oder beziehungsweise wo es vorkommt, ja, nehmen wir hier im Christentum, wo es Jesus braucht als Opfer, dass er sozusagen für dich deine Sünden aufnimmt, ja, obwohl es eigentlich auch gegen die Bibel wieder spricht, könnte man Hesekiel 18 da erwähnen oder als Referenz nehmen. Aber kommen wir zurück, bleiben wir beim Islam, dass Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht braucht von dir, ja, sondern dass er den direkten Kontakt mit dir sucht, dass er die direkte Verbindung zu dir sucht und das auch haben möchte und sagt, hey, ich bin hier, bis du deinen letzten Seufzer machst, und wenn du zu mir kommst und um Vergebung bittest und deine Taten bereust, dann bin ich da und schenke dir Barmherzigkeit und Vergebung. Ja, es braucht nichts anderes, auch nur deine aufrichtige Reue und deinen aufrichtigen Wunsch nach Kontakt und um diese Beziehung. Und das finde ich einfach schön, wie der Prophet Muhammad zusammen sozusagen dieses Bild vermittelt, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala das skizziert und an uns weitergibt.
Ich möchte jetzt zum Kapitel 23 desselbigen Buches springen und die Überschrift hierzu ist zum Rechten anhalten und vom Unrechten abhalten. Allah SWT sagt im Koran in Sure 3 Al-Imran 104: Und es soll aus euch eine Gemeinschaft werden, die zum Guten aufruft, zum Rechten anhält und vom Unrechten abhält. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Ja, ich denke, der Vers ist eindeutig und ist klar. Also die Muslime sollen nicht im Unrecht handeln, beziehungsweise gemein oder böse oder irgendetwas in der Richtung. Und sondern im Gegenteil, sie sollen zum Guten aufrufen und das rechte Handeln fördern. Und zu diesem Thema möchte ich euch noch einen Hadith vorlesen, um auch mal dieses ganze Dschihad, um diese ganze Dschihad-Diskussion und so weiter, und dass es ja nur Kreuzzug oder Töten bedeutet und so weiter, sondern dass es auch, dass es eigentlich eine andere Bedeutung hat oder eine, dass es eigentlich mehr bedeutet, eigentlich den inneren Schweinehund zu überwinden. Also so ist eigentlich, wie ich es gelernt habe, die eigentliche, Übersetzung, beziehungsweise, ich lese euch einfach mal vor und ich denke, dann wird es eigentlich klar, ja. Es wird berichtet über den Propheten Muhammad SAW, dass er gesagt hat: Die vorzüglichste Art von Dschihad ist ein gerechtes Wort vor einem ungerechten Herrscher. Ja. Dies ist bei Abu Dawud und Tirmidhi überliefert, der diesen Hadith als akzeptabel Hassan einstuft. 593 ist die Fußnote dazu. Und man kann ihn bei Tirmidhi unter der Nummer 2174 finden oder bei Abu Dawud unter der Nummer 4344 finden. Ja? Wenn man sich das hier jetzt nochmal genau anguckt, also diese Aussage vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Die vorzüglichste Art von Dschihad ist ein gerechtes Wort vor einem ungerechten Herrscher. Das heißt, du gibst eigentlich dem Herrscher Kontra und du sagst ihm: Hey, so ist das nicht richtig, ja? Sondern so, so und so, ja? Und dass du das machst, also dass du die Courage aufbringst zu einem ungerechten Herrscher, der vielleicht keine Skrupel davor hat, dich, ich sag's mal, ins Gefängnis zu bringen oder dich zu foltern oder dir sogar den Kopf abzuhacken oder dich töten zu lassen oder weiß er, guck irgendwas, ja, dass du dahin gehst und sagst: Ey, Meister oder Chefe oder was auch immer, ja, ich sag's jetzt mal ein bisschen zu salopp, so geht es nicht, das ist nicht richtig, ja, natürlich vielleicht auf eine gute und intelligente Art, ja, und vielleicht nicht frech, aber, ne, sondern auf eine gute Art und Weise. Das sind die Muslime auch dazu angehalten, ja, dass wir auf die beste Art und Weise diskutieren sollen. Aber wie gesagt, dass du diese Courage aufbringst, den Mut zu sagen: Ey, so nicht, und ich stehe für das Gute ein und ich stehe für Gerechtigkeit ein und ich stehe für einen fairen Prozess oder weiß der Kuckuck was, und was es auch immer gehen möge, ja, dass du das machst, das ist Dschihad, das ist der vorzüglichste Art von Dschihad. Ich denke, das belegt ganz klar, dass es hier nicht darum geht, jemanden zu töten oder das Schwert rauszuholen und so weiter und so fort, ja. Ich möchte es dann eigentlich damit auch fürs erste Mal abschließen. Ich werde in Zukunft noch weitere Hadithe raussuchen und sie euch vorstellen. In diesem Sinne, Assalamu alaikum, Friede sei mit euch und danke, dass ihr zugehört habt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.